Schönen Nachmittag und herzlich willkommen zur Infosession der gemeinsamen von FH Campus Wien und WAF. Ich bin Katrin Triebsweiter, ich bin hier beschäftigt im WAF-Beratungszentrum. Wir haben gemeinsam mit der FH Campus einen berufsbegleitenden Vorqualifizierungskurs entwickelt, den wir genauer vorstellen möchten. Ich beginne mal ein bisschen mit dem, was wir an Voraussetzungen auch haben hier im Beratungszentrum, damit man bei unserem Programm teilnehmen kann und was es grob überblicksmäßig dann an Inhalten gibt. Detailinformationen folgen dann. Um bei uns beim WAF einen Termin zu bekommen und sich anmelden zu können für unsere Vorqualifizierung, müssen Sie eine Frau mit einem Hauptwohnsitz in Wien sein und über der Geringfügigkeitsgrenze beschäftigt. Es gibt ein ähnliches Projekt, wenn Sie arbeitssuchend sind vom AMS. Da finden Sie auch dann die Informationen auf der Seite der FH Campus. Bei uns müssen Sie weiterhin mindestens 24 Jahre alt sein oder, wenn Sie jünger sind, 12 Monate in der Vergangenheit mindestens über geringfügig gearbeitet haben. Ihr höchster Bildungsabschluss ist maximal ein Bachelorstudium bislang oder ein fachfremder Magister, Master, Diplom. Fachfremd heißt kein technisches Studium, kein Bereich IT-Studium oder auch aus dem Nachhaltigkeitsbereich. Grundsätzlich erfüllen Sie die Voraussetzungen für die Zulassung zum Studium, beispielsweise die Matura, eine Berufsreifeprüfung oder einen fachlich passenden Lehrabschluss. Und Sie möchten einen Bachelorstudiengang beginnen, der vom BAF gefördert wird, insbesondere natürlich einen der vier, die wir Ihnen heute genauer vorstellen und von denen es Vertiefungen im Rahmen unseres Kurses gibt. Zusätzlich Deutschkenntnisse auf mindestens Level B2 und Englischkenntnisse auf Level B1, damit Sie dann auch realistischerweise das Studium beginnen können, nächstes Wintersemester. Kurzer Überblick dazu, was ist die Vorqualifizierung an der FH Campus Wien? Die wichtigsten Themen einmal zuerst mit Blick auf, wie setze ich das um? Einerseits, er ist kostenlos und andererseits, er ist berufsbegleitend organisiert. Was das bedeutet, erfahren Sie gleich noch ein bisschen mehr dazu. Konzipiert ist er so, dass Sie besser einschätzen können, wo Sie mit Ihrem aktuellen Wissen gerade stehen, welche Inhalte im Studium auf Sie zukommen und ob das geplante Studium das Richtige ist. Also ich würde mal sagen, ein bisschen längeres Probestudieren, damit Sie schon ein genaues Bild davon haben, wie der Studienstart ist, was Sie mitbringen müssen und ob das für Sie gut funktioniert, nämlich sowohl von den Inhalten, aber auch, wie ist das berufsbegleitend, das zu machen? Ist das für Sie möglich? Beziehungsweise, was müssen Sie vielleicht noch versuchen zu ändern in Ihrem Alltag, damit das einfacher möglich ist für Sie? Sie bekommen spezifisches fachliches Wissen vermittelt, damit sowohl das Bewerbungsverfahren, aber auch die ersten beiden Studiensemester einfacher sind. Wenn Ihre Matura schon ein bisschen länger her ist, können Sie Ihr Wissen auffrischen. Und wenn Sie zum Beispiel einen Lehrabschluss haben oder weil Sie die Matura außerhalb von Österreich gemacht haben und Zusatzprüfungen absolvieren müssen, damit Sie ins Studium aufgenommen werden können, dann ist das auch eine wunderbare Unterstützung, weil Sie das dann im Rahmen der Vorqualifizierung auch machen können. Wie läuft das Ganze ab, damit Sie sich anmelden können? Das Wichtigste. Auf der nächsten Folie haben wir so ein bisschen ein Schaubild dargestellt. Das Wichtigste, wenn Sie noch nicht bei uns im WAF schon Kundin sind, bitte anrufen, einen Termin vereinbaren. Das ist die Telefonnummer, die hier eingeblendet ist und natürlich auch auf unserer Homepage über jederzeit sichtbar. Sie bekommen dann einen Beratungstermin bei einer unserer Beraterinnen, können einmal alles besprechen. Noch ist das Passende für Sie, erfüllen Sie alle Voraussetzungen. Der erste Schritt, wenn ja, ist die Anmeldung zum Assessment. Das heißt, eine Simulation des Bewerbungsverfahrens, wo Sie einen ersten Einblick bekommen und auch eine erste Rückmeldung von den Studiengangsleitungen, wo Sie gerade stehen. Da ist der Termin am 19.01.2024, auch am späten Nachmittag, Abend, damit Sie es nach dem Job noch machen können. Danach, wenn es passt, melden Sie sich bei uns bei den Lehrveranstaltungen wieder an. Und die beginnen dann am 27.02. und dauern bis Ende Juni. Konkret, ich habe schon gesagt, es gibt ein Assessment, kennenlernen, wie funktioniert das Aufnahmeverfahren, wer ist mein Gegenüber, wer sind die Studiengangsleitungen und wo stehe ich mit meinem Wissen.
sowohl ein computergestützter Test als auch ein Gespräch. Anschließend dann ein 16-wöchiger Kurs mit Lehrveranstaltungen, die insbesondere eben auf vier Studiengänge vorbereiten: Computer Science, Digital Communications, Clinical Engineering, Bauingenieurswesen und Baumanagement und angewandte Elektronik und technische Informatik. Aber Sie werden es später bei den Inhalten sehen, Sie finden darin natürlich auch Inhalte, die bei ähnlichen berufsbegleitenden Studiengängen mit drinnen sind und vielleicht hilfreich. Bei Bedarf gibt es die Möglichkeit, sowohl während der Lehrveranstaltungen und auch wenn Sie aufgenommen werden für ein Studium dieser vier Fachrichtungen im ersten Studiensemester. Und ein Teilnahmezertifikat erhalten Sie bei zumindest 80% Anwesenheit. Zu den Studiengängen, zu den Fächern und den konkreten Inhalten und dem Ablauf gebe ich jetzt an Herrn Posch weiter, Departmentleiter Danke. Technik, der Ihnen da mehr dazu sagen wird. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich werde Ihnen ein bisschen detailliert erzählen, wie diese Vorqualifikation im Detail abläuft. Wie gesagt, der Vorqualifikationskurs beginnt eben mit 27. Februar und endet am 21.06. im Sommersemester. Und er ist so konzipiert, dass wir jeweils 2 Abende pro Woche Unterricht haben und einzelne Freitage. Also manchmal sind es 3 Abende, aber grundsätzlich der Großteil sind es 2 Abende. Die Unterrichtstage sind jeweils Dienstag, Mittwoch und wir beginnen immer um 17:30 Uhr mit 4 Lehreinheiten bis 20:45 Uhr und eben an einzelnen Wochen ist dann kommt zusätzlich der Freitag hinzu. Warum haben wir diese Form gewählt? Weil sie eben genau auch schon später dem Studieneinstieg entspricht, wo berufsbegleitend auch der Unterricht am Abend stattfindet. Und wie der Name schon sagt, berufsbegleitend heißt, Sie haben die Möglichkeit, tagsüber dem Job nachzugehen und am Abend diese Ausbildung zu machen. Wenn man sich im Detail anschaut, dann sieht man, wir beginnen eben mit unterschiedlichen Lehrveranstaltungen, Lernstrategien zuerst, dann eben wissenschaftlich-technisches Englisch, Mathematik, Physik. Dann gehen wir über in die Kernfächer, sowohl unterschiedliche Spezialfächer sind pro jeweiligen Studiengang. Aber auf das komme ich noch. Das ist in der letzten Phase, wobei in der letzten Phase der Ausbildung Sie die Möglichkeit haben, entweder nur eine dieser Vertiefungsrichtungen speziell zu machen oder auch mit einer zweiten kombiniert, wenn Sie sagen, ich weiß immer noch nicht genau, wo mein Schwerpunkt liegt und wo ich einsteigen will, dann können Sie in der Phase auch 2 unterschiedliche Ausprägungen absolvieren und danach in das Aufnahmeverfahren einsteigen in den jeweiligen Studiengang. Wie schauen jetzt die Lehrveranstaltungen im Detail aus? Hier nochmal zusammengefasst. Also wir beginnen mit Lernstrategien. LE steht hier für Lehreinheiten, also 18 Lehreinheiten. Eine Lehreinheit hat 45 Minuten. Danach Englischen und Präsentationstechnik mit 12 Lehreinheiten. Und die 2 großen Kernfächer für die Vorbereitung ist einerseits Mathematik und Physik. Mathematik mit 48 Lehreinheiten, Physik mit 36 Lehreinheiten. Und dann in der letzten Phase laufen dann eben parallel die speziellen Lehrveranstaltungen einerseits für angewandte Elektronik und technische Informatik sowie Clinical Engineering, eine Einführung Elektrotechnik, Elektronik mit 18 Lehreinheiten, für Computer Science und Digital Communication eine Einführung in das Programmieren auch mit 18 Lehreinheiten und für Bauingenieurwesen und Baumanagement eine Lehrveranstaltung Bauterminologie und Statik Einführung auch mit 18 Lehreinheiten. Wenn wir uns ein bisschen genauer anschauen, was sind jetzt die Lehrinhalte im Detail, also womit beschäftigen wir uns während dieser Vorqualifikation, eben in den Lernstrategien Englisch Präsentationstechnik. Da geht es darum, unterschiedliche Lernstrategien und Methoden kennenzulernen, und zwar mit welchem Hintergrund. Es soll einerseits Ihnen wieder die Kompetenz geben, sich selbst auch etwas aneignen zu können, wieder lernen. Rhythmus zu bekommen, euren eigenen Lernstil zu erarbeiten. Und gleichzeitig werden diese Lernmethoden und Lernstrategien anhand von konkreten Beispielen aus der Mathematik, Physik, aus den jeweiligen Fächern gemacht. Zusätzlich natürlich Auffrischung der Englischkenntnisse mit dem Schwerpunkt technisches Englisch und unterschiedliche Präsentationstechniken. Also wie baut man so eine Präsentation auf? Wie hält man den roten Faden? Wie strukturiert man so eine Präsentation? Und das werden auch in Übungen durchgeführt. Im Bereich der Mathematik geht es darum, wie gesagt,
Ziel ist es, Auffrischung Ihrer bestehenden oder vielleicht schon länger nicht genutzten Mathematikkenntnisse und diese so gut ausgeprägt vorzubereiten, dass Sie eben vor allem in ein technisch-naturwissenschaftliches Studium sehr gut einsteigen können. Inhaltlich wären das Zahlen, Funktionen, Reihen, auch grundlegende Konzepte der Differential-Integralrechnung, Lösungen von Gleichungen zweiter, dritter, vierter Ordnung, so dass man eine Methode kriegt, wie löse ich die am besten auf. Rechenübungen mit Beispielen aus den unterschiedlichen Bereichen, die dann später auch in den Schwerpunktsetzungen sind. Und eben diese werden anhand von Vorlesungsteilen und Übungsteilen den Teilnehmerinnen näher gebracht. Und wenn jemand sagt, ich würde dann zum Beispiel hier noch Unterstützung brauchen, wenn sie dann das Aufnahmeverfahren absolviert haben und dann auch einen Studienplatz haben, dann gibt es die Möglichkeit, das noch im Sommer auch noch ein bisschen zu vertiefen, wenn sie sagen, da sehe ich vielleicht das eine oder andere noch, was ich mir noch gern anschauen möchte. Aber vom Umfang her ist das eine recht gute Auffrischung und Einführung. In Physik geht es um physikalische Grundkenntnisse, die aufgefrischt werden sollen. Da geht es um physikalische Größen, SI-Einheiten, Maßeinheiten. Es geht um Grundlagen der Mechanik, also wie funktionieren Kräftesysteme, Statik, Kräfteparallelogramm. Sie gehen Punkte durch wie Bewegungslehre, Dynamik, also da geht es um Wurfberechnungen, Gravitationseinflüsse auf den Wurf, den Sie da berücksichtigen, aber natürlich auch ein bisschen rein in die Elektrizität und Magnetismus, damit Sie einfach elektrotechnische Phänomene leichter verstehen, sowie physikalische Grundlagen dann der Elektrotechnik, Elektronik und ein bisschen in die Thermodynamik. Und wie gesagt, auch diese Physik, wenn man sagt, ah, okay, jetzt habe ich das aufgefrischt, aber da oder dort vielleicht fehlt noch etwas, gibt es nach diesem Vorqualifikationskurs auch noch eine Möglichkeit, das in einem Intensivkurs noch ein bisschen nachzuschärfen. Aber üblicherweise sollte diese Vorbereitung dafür ausreichend sein. Ja, jetzt würde ich an meinen Kollegen übergeben für den speziellen Vorbereitungsteil Bauingenieurwesen Baumanagement an Herrn Thomas Sommerauer. Herzlichen Dank. Dann auch willkommen. Schönen Nachmittag von meiner Seite. Ich leite im Bachelor Bau den Studiengang Bauingenieurwesen Baumanagement. Und bei uns wird es, wie vom Kollegen Bosch angesprochen, zwei Schwerpunkte geben. Einmal eine kleine Einführung in die Statik und zum Zweiten eine Einführung in die Begrifflichkeit und Terminologie des Bauwesens. Was kann man sich unter Statik vorstellen? Wir werden versuchen, Ihnen in diesen paar Lehreinheiten einen ersten Eindruck davon zu geben, was die Statik macht, nämlich von so einem ganz konkreten Bauwerk in der Praxis, sei es eine Straßen- oder Eisenbahnbrücke, über einen Fluss, hier zu einer Modellbildung zu kommen, um ein Gefühl zu bekommen, wie trägt so ein System, wie ist das statische System. Welche Kräfte fließen hier, mit welchen Auflagereaktionen ist hier zu rechnen, welche Kräfte findet man in den einzelnen Stäben, wie komme ich von einer Kraft tatsächlich zur Dimensionierung im jeweiligen Material, wie kann man das auflösen? Also wie gesagt, so ein erster Einstieg, ein erster Blick in diese Materie. Zweiter Block bei uns ist der sogenannte Bauingenieurspaziergang. Das ist ein Konzept, das ein Kollege der Alfred Weninger von mir vor gut einem Jahr bei uns entwickelt hat. Da geht es darum, Ihnen einen Schnellüberblick in einem Nachmittag anhand konkret gebauter Infrastruktur zu geben und so ins Bauingenieurwesen schnell reinzufinden und einen schnellen Überblick zu bekommen. Ich darf da ganz kurz die Präsentation teilen, mit der wir Sie dann auf der Donauinsel auch begleiten. Ja, dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zum Bauingenieur-Spaziergang 2022. Es ist es der erste dieser Art, den wir machen. Wir haben uns lange überlegt, warum wir nicht einzelne Exkursionen machen, aber mit dieser Gruppengröße und auch mit der Covid-Situation ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig, dass wir irgendwo hinein können. Schauen wir mal, wie das die nächsten Jahre wird. Vielleicht wird es zur Tradition. Das heißt, Sie sind unsere, ich drücke es mal so ein bisschen, die Versuchskaninchen, so etwas zu machen. Trotzdem möchte ich Sie ganz, ganz herzlich begrüßen zu diesem
Bauingenieurspaziergang. Die Idee, einfach mit Ihnen gemeinsam so eine kleine Runde zu gehen, hier von der U6-Station Neue Donau hinüber zur U1-Station Kaisermühlen Vienna International Center. Und der Weg, den wir beschreiten, hat einen riesen Vorteil. Wir sind alles, was, ich sage einmal, das Herz eines Bauingenieurs oder einer Bauingenieurin dann tatsächlich ein bisschen höher schlagen lässt. Wir haben so 13 Stationen geplant. Wir versuchen es bis 16.45 Uhr zu schaffen, damit Sie auch noch genug Zeit haben, auf die Fachhochschule zu kommen. Die erste Station ist gleich, wir stehen wirklich auf einer Station, auf einer Autobushaltestelle. Sie sehen hier auf der linken Seite, ich beginne gleich, ein Verkehrsbauwerk nennt sich das. Also diese U6-Station Neue Donau wird im Fachbereich als Verkehrsbauwerk bezeichnet. Aufgrund der Tatsache, dass man nicht nur U-Bahn und Autobus, sondern auch hier eine Art Park-and-Ride-Parkplatz haben, reden wir auch fachchinesisch als multimodaler Knoten. Das heißt auch hier die Möglichkeit, Sie sehen es, wenn Sie unter die Brücke ein bisschen schauen, sehen Sie auch die Fahrräder, Fahrradabstellplatz gehört auch dazu. Was zu einem multimodalen Knoten auch dazu gehört, ist ein gewisses Serviceangebot. Schauen Sie mal nach hinten ein bisschen Richtung Würstelstand, also Sie können sich auch hier entsprechend versorgen. Ja, die nächste Station, wir werden jetzt ein paar Meter gehen, ein bisschen einen Blick in Richtung Neue Donau, in Richtung Nordbahnbrücke und Millennium Tower. Dort werden wir uns dann noch ein paar Dinge ansehen. Danke einmal. Einfach folgen, auf den Verkehr nicht vergessen zu achten. Gut, ja, also das, wie gesagt, ein ganz kurzer Einblick, was Sie bei diesem Bauingenieurspaziergang erwartet. Viele Stationen des Bauingenieurwesens, da haben Sie also in einem Nachmittag oder an einem Nachmittag dann wirklich so ziemlich alles gesehen, wie es der Kollege ausgedrückt hat, was das Bauingenieurs oder Bauingenieurin Herz höher schlagen lässt. Danke. Ja, vielleicht noch ganz kurz, was erwartet Sie bei uns im Studium selbst. Wir haben in den ersten 6 Semestern die Grundlagen des Bauingenieurwesens sehr stark eben die naturwissenschaftlichen Grundlagen zuvor vom Kollegen Bosch schon angesprochen, Mathematik, Physik, darstellende Geometrie, aber wir kommen dann sehr rasch in die Anwendungsorientierung, Statik, in die einzelnen Materialien, Beton, Holz und Stahl. Aber neben diesen technischen Fächern gibt es bei uns auch ganz, ganz viele Schwerpunkte im Bereich der wirtschaftlichen und rechtlichen Kompetenzen von Vertrags-, Claim-Management, Kostenterminplanung, Englisch, Soft Skills. Sie werden bei uns im Studium ein 10-wöchiges Praktikum in der Bauwirtschaft absolvieren und am Ende Ihre Kompetenzen und Fähigkeiten im Rahmen einer Bachelorarbeit unter Beweis stellen. Ja, damit bedanke ich mich und gebe weiter an meine Kollegen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Igor Miladinovic und ich bin zuständig für Informatik-Studiengänge an der FH Campus Wien. Da haben wir diesen Bachelor Computer Science and Digital Communications und zwei Software Design and Engineering und Multilingual Technologies. Worum es um diesen Vertiefungskurs geht, das heißt, wir reden von 18 Lerneinheiten. Das ist nicht besonders viel. In diesen 18 Einheiten bringen wir Ihnen so Grundlagen der Programmierung bei. Wir starten so mit Java-Programmierung. Was ist überhaupt Programmierung? Welche Eingabe-, Ausgabemöglichkeiten wir haben? Wie kommunizieren wir mit dem Rechner? Dann, um eine Software zu schreiben, brauchen wir Datentypen und Variablen, Datenstrukturen. Dann verschiedene Kontrollstrukturen, damit wir unterschiedliche Abläufe im Programm steuern können. Wir werden auch lernen, was Funktionen sind, was sind Arrays, was sind Listen und wie gehen wir mit den Fehlern um. Das heißt, wir fokussieren uns auf so ein Basiswissen im Programmieren, dass man so ein erstes Programm schreiben kann. Und das ist auch das Ziel, dass Sie am Ende so ein Abschlussprojekt machen, wo Sie ein einfaches Programm wie zum Beispiel Tic-Tac-Toe oder irgendein so ein interaktives Spiel mit dem Rechner programmieren können, eine konkrete Aufgabe lösen können und damit
ist dieser Kurs dann abgeschlossen. Sie schreiben Ihr erstes Programm. Wozu das Ganze? Hier sehen Sie das ganze Studium im Überblick. Also wenn ich nur eine Folie über das Studium zeigen darf, dann ist es diese Folie. Es ist, jede Spalte hier steht für ein Semester. So ein Studium hat 6 Semester. Und hier sehen Sie alle Lernveranstaltungen, die Sie im Studium erwarten. Und noch dazu sehen Sie unterschiedliche Farben. Das ist deswegen, weil jede Farbe eine Bedeutung hat. Die hellblaue Farbe hat, das sind so mathematischen Grundlagen, Kryptographie, das ist Mathematik, IT-Security. Die lila Farbe sind Kommunikationssysteme, das ist Netze, Internet of Things. Diese grüne Farbe ist Programmieren. Dort werden Sie das, was Sie in diesem Kurs als Grundlage lernen, werden Sie das weiter vertiefen. Und es gibt diese Ockerfarbe, das sind die Professional Skills oder Soft Skills, die Sie so gut wie in jedem Beruf brauchen. Diese weiße Farbe, die erst später kommt, die heute überhaupt nicht so wichtig ist, das ist keine weiße Farbe. Das bedeutet nur, dass Sie diese Farbe selber bestimmen können. Sie haben Möglichkeiten, dass Sie eine Wahl treffen, es gibt Wahlfachprojekte, es gibt Wahlpflichtmodule und Sie können bestimmen, ob diese Farbe hellblau ist oder lila oder grün. Sie können sie da in eine Richtung vertiefen. Aber was ich Ihnen mit dieser Folie zeigen will, ist es, wie wichtig dieser Vorbereitungskurs ist, weil Mathematik ist im Studium sehr stark vertreten, das ist extrem wichtig und Physik, Grundlagen, also Physik und Mathematik, wenn man das gut versteht, dann wird man auch mit Kommunikationsnetzen keine großen Schwierigkeiten haben. Englisch sowieso, je nachdem, welche Wahlpflichtmodule Sie nehmen, ist es ein Drittel bis die Hälfte des Studiums ist auf Englisch. Das werden Sie auch brauchen und vertiefen im Programmieren sowieso. Und meine letzte Folie ist die da. Da sehen Sie, welche Wahlmöglichkeiten Sie haben als Wahlpflichtmodule. Das heißt, wir bieten Ihnen derzeit 5 Wahlpflichtmodule an. IT Security, Software Development, Mikrocontroller, Network Technologies und künstliche Intelligenz und Data Science. Und Sie wählen 2 aus diesen 5 aus. Also Sie müssen sich nicht auf ein Gebiet fokussieren, sondern Sie können 2, also Sie wählen 2 aus und dann können Sie sich entscheiden, wo Sie Ihren Master machen, falls Sie einen Master machen wollen. Es ist eine gute Möglichkeit, 2 Fachgebiete auszuprobieren und dann zu schauen, wo eigentlich Ihr Interesse liegt. Gut, damit wäre ich am Ende von dieser schnellen Einführung und ich übergebe dann weiter an meinen Kollegen Christian Hauter. Ja, auch von meiner Seite schönen Nachmittag. Ich darf Ihnen vorstellen, was wir für angewandte Elektronik und technische Informatik beziehungsweise für Clinical Engineering in der WAF-Vorqualifikation vorbereitet haben, und zwar die Lehrveranstaltung Elektronik beziehungsweise Elektrotechnik. Da geht es um die Einführung in die Elektrotechnik. Sie lernen die Elektrotechnik allgemein kennen, was ist Strom, Spannung, was ist Widerstand. Sie kennen aber auch, Sie lernen speziell auch die elektronischen Bauteile kennen, die in der Elektronik eben benötigt werden, mit denen wir werden einfache Berechnungen durchführen für eben diese für Schaltungen und mit diesen Bauteilen. Und wir werden das Ganze auch im Elektroniklabor durchprobieren, damit Sie einmal in Kontakt kommen mit den Messgeräten, die dafür verwendet werden in diesem Bereich. Wie können Sie Spannung messen? Wie können Sie Strom messen? Wie können Sie Widerstand messen? Wie verhalten sich die unterschiedlichen Bauelemente? Wie verhalten sie sich in der Theorie? Wie verhalten sie sich dann in der Praxis? Und Einsatzgebiete und Anwendungen von eben so elektronischen Komponenten, von den elektrischen und elektronischen Komponenten. Was kann man damit machen? Weil all diese Bauteile, die wir da kennenlernen, das sind zum Beispiel eben solche Bauteile, die dann in irgendwo programmiert werden, entweder bei uns im Studiengang oder dann in CSDC auch PCs und so weiter, Computer bestehen auch nichts anderes als diesen elektronischen Bauteil, die Sie da bei uns kennenlernen. Zum Studium generell dann angewandte Elektronik und technische Informatik. Was haben wir da für Schwerpunkte? Nachdem eben das ganze Allgemeine Sie kennengelernt haben, was ist Elektronik, was ist Elektrotechnik, was sind Mikrocontroller, wie können Sie die programmieren, dann speziell in den Anwendungen, dass wir bei Robotersystemen, wie werden die verwendet in der Automatisierungstechnik, an Einsatzgebiete in der Medizintechnik,
Dann alternative Energiequellen lernen Sie kennen in der Vertiefungsrichtung Umwelttechnik. Zum Beispiel, wir haben eine eigene Photovoltaikanlage bei uns am Dach der FH Campus Wien. Aber auch, was ist Windkraft? Wie funktioniert der? Was kann man damit verwenden? Oder wie verwendet man sie? Zum Bachelorstudium generell, wie ist das aufgebaut? Wir beginnen eben mit den Grundlagen Mathematik, Elektrotechnik, Digitaltechnik, Mikroprozessortechnik, Schaltungstechnik. Von der technischen Seite vereinen wir das Ganze dann in der sogenannten Gerätentwicklung, wo Sie tatsächlich ein Gerät von der Pike auf entwickeln. Das heißt, die Schaltung wird designt, die Schaltung wird in ein Layout gebracht, das Layout wird tatsächlich gefertigt, wird aufgebaut, von Ihnen aufgebaut, wird dann programmiert und am Ende sollte das Gerät dann tatsächlich funktionieren. Im sechsten Semester ist ein Praktikum vorgesehen, das aber durchaus, weil ein berufsbegleitend auch mit Ihrem, wenn Sie einschlägig berufstätig sind, da auch das Praktikum Sie dann absolvieren können in Ihrer Firma. Es gibt in die Vertiefungsrichtung Automatisierungstechnik und Umwelttechnik, also die Robotersysteme, die Automatisierungssysteme und eben die Umwelttechnik, alternative Energiequellen und so weiter. Und wir haben auch allgemeine Lehrveranstaltungen eben begleitend Persönlichkeitsbildung, Management, Wirtschaft, Recht. Ja, und als Abschlussarbeiten einerseits für diesen Prototyp, den Sie in der Gerätentwicklung designt haben, gibt es eine Dokumentation, die erstellen Sie eben im Laufe des fünften Semesters. Und im sechsten Semester gibt es dann die Bachelorarbeit, die sich eben entweder aus dieser Gerätentwicklung weiterentwickeln kann oder eine eigenständige Arbeit sein wird. Dann gebe ich weiter. Ja, da darf ich weitermachen. Also für den Schwerpunkt Clinical Engineering oder das Studium Clinical Engineering. Wie gesagt, Clinical Engineering ist ein ganz spezielles Studium, das es in der Form in Mitteleuropa auch nur hier in Wien gibt, wo wir Personen ausbilden, die die technische Infrastruktur im Gesundheitswesen vorantreiben. Das heißt, bestehende Krankenhäuser zum Beispiel in deren Umbau, Erweiterung begleiten, die medizintechnische Ausstattung planen, ausschreiben und dann eben mit den Gewerken implementieren. Und was Sie da sehen jetzt zum Beispiel, das ist im Zentrum, wäre unser OPIC, der steht für OP Innovation Center Vienna, wie der Name schon sagt, wo wir gemeinsam mit Studierenden und mit Firmen neue Gerätschaften, neue Produkte rund um intensivmedizinische Versorgung ausprobieren, testen und verifizieren. Das fängt aber an, nicht nur bei den medizintechnischen Geräten selbst, also wie zum Beispiel Infusionspumpen, radiologische Gerätschaften, MRT, Beatmungsgeräte, sondern auch natürlich, was man da vielleicht den ersten Blick nicht so sieht, auch die Lüftungstechniker, die dazu gehört, um die Hygiene zu verbessern, auch den Workflow rund um diesen medizintechnischen Bereich. Man sieht ja, das ist sehr eng in so einem intensivmedizinischen Bereich und da geht es auch um Konzepte, wie dieser Workflow einerseits hier in dem speziellen im intensivmedizinischen Bereich, aber im gesamten Gesundheitsbereich vorangetrieben wird. Rechts oben sehen Sie zum Beispiel so ein klassisches Intensivzimmer mit dessen Ausstattung. Das ist eben Teil, dass Sie lernen, wie plane ich das, wie konzipiere ich das, wie lege ich die elektrische Anlage aus, also elektrische Versorgung. Aber ein immer größer werdender Teil ist dabei natürlich auch die medizinische IT, die eine immer größere Rolle spielt. Und das ist genau, wo Clinical Engineering Personen ausbildet, die von Grundkenntnissen in der bautechnischen Anwendung, wenn es Großgeräteimplementierung ist, aber von Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär, was Hygiene betrifft, bis hin zu der Medizintechnik und der IT-Planung das übernehmen, aber auch die rechtlichen Rahmenbedingungen davon wissen und das dann die Implementierung steuern, die Gewerke, also alle Handwerksbereiche ansteuern, die das dann implementieren, umsetzen. Wenn man sich den Studienplan anschaut, dann sieht man auch an den Schwerpunktsetzungen schon diese Kernfächer Elektro- und IT-Installationstechniker, großes Thema IT-Sicherheit, Datenbank, vor allem im medizinischen Bereich, ein großes Thema Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär. Da geht es um keimfreie Lüftungsanlagen, vor allem für die intensiven medizinischen Bereiche, aber auch Gebäudeautomatisierung, wenn es um Energiesparen geht und natürlich Bautechnik, insofern, dass man weiß, wenn man Umbauarbeiten macht, worauf ist zu achten, wie schauen Brandabschnitte aus, wie werden die abgesichert. Ab dem vierten Semester dann Vertiefung in der Medizintechnik oder
im Organisatorischen, das heißt in der Betriebsführung von so Gesundheitseinrichtungen, aber auch Recht und Hygiene, im sechsten Semester dann das Berufspraktikum und da im fünften Semester noch ein sogenanntes technisches Projekt. In einem technischen Projekt machen Studierende, planen sie zum Beispiel einen neuen OP-Trakt in einem Krankenhaus oder eine Gemeinschaftspraxis von unterschiedlichen Fachärzten und der entsprechenden räumlichen Anordnung, Workflow, aber auch technische Ausstattung. Und im sechsten Semester dann abschließend natürlich Bachelorarbeit und begleitend dazu Projektprozessmanagement, Qualitätsmanagement, in dem Fall medizinisches und technisches Englisch und Persönlichkeitsentwicklung. Ja, vielleicht nochmal im Überblick sehen Sie hier die Kontaktpersonen an der Fachhochschule Campus Wien für diese berufsbegleitenden technische Vorqualifikationen und auch in, das bin ich, was die Projektleitung betrifft und für Clinical Engineering zuständig, die Kollegin Winkelbauer, die ganze Administration übernimmt, Kollege Halter eben für angewandte Elektronik und technische Informatik, der Kollege Miladinovic für Computer Science and Digital Communication und Kollege Sommerauer für Bauingenieurwesen, Baumanagement. Im Klammer sehen Sie dann direkt auch immer die Durchwahl sowie die E-Mail-Adresse, wenn Sie Fragen dazu haben, dass Sie uns auch jederzeit kontaktieren können, wenn Sie mehr darüber wissen wollen, einerseits zur technischen Vorqualifikation, aber natürlich auch zum Studium selbst. Ja, da gebe ich weiter an den Kollegen vom BAF, genau. Wir wollten, bevor wir noch zu Ihren Fragen jetzt dann gleich kommen, Ihnen noch die anderen Elemente oder das wichtige nächste Element, wenn Sie das Studium dann erfolgreich beginnen, vorstellen. Die Vorqualifizierung ist ein Element von verschiedenen Angeboten, die wir im Rahmen unseres Programms der Ausbildungsinitiative Frauen in Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Technik entwickelt haben. Das ist vom ersten Interesse über die Begleitung zur erfolgreichen Bewerbung bis zum Studienbeginn. Und wenn Sie ein Studium beginnen, das auf unserer Liste der förderbaren Studiengänge steht, die finden Sie beim angegebenen Link, dann haben wir für Bachelorstudiengänge die Möglichkeit, bis zu 10.000 Euro Stipendium Ihnen zu gewähren, für den Fall, dass alle Voraussetzungen zu dem Zeitpunkt, wenn Sie den Antrag stellen, erfüllt sind. Und wir begleiten Sie dann mit Beratungen, mit Workshops, mit Veranstaltungen und Coaching bis zum erfolgreichen Abschluss Ihres Studiums. All die Details und Informationen bekommen Sie bei uns im WAF in der Beratung. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, würde ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit im Namen der Fachhochschule Campus Wien und des WAF und würde mich freuen, wenn Sie sich für das Programm interessieren und sich einfach dann beim WAF oder bei der FH Campus Wien näher informieren und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.